Kapitel 21. Nicht besser als sie. Es dauerte noch 2 Tage, bis die Gruppe an Pokémon wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Innerhalb dieser Zeit hatte Aurora versucht, Keldia Ereignisse nahezubringen, welche er in den letzten Wochen verpasst hatte. Nun war auch er wieder an diesem Ort, den er selbst nicht erwartet hatte, je wieder zu sehen. Gleichzeitig gab es immer noch eine Reihe an offenen Fragen, welche beantwortet werden mussten. Konnte der Helm der Plot-Armor Kel wirklich vor dem Einfluss seiner Besessenheit schützen? Musste er das überhaupt? Immerhin hatte sich nichts mehr als Kel selber gerührt, seitdem das Team den Kampf gewonnen hatte. Was genau war nun mit ihm geschehen? Diese Frage musste auch der Betroffene selber sich noch stellen, weshalb die Antworten derzeit fern schienen. Alles schien für ihn verloren, was in den 6 Wochen seit dem Eisberg geschehen war. Und auch stand noch eine sehr wichtige Frage. Was würde mit dem Liga-Team Polana Vatra geschehen? War Kel auf einem Level mit den anderen beiden Mitgliedern? Offiziell war er trotz allem immer noch ein Teamleiter für das Team, doch was, wenn er ohne seine Besessenheit nicht mithalten konnte? Oder wenn er ohnehin nicht kämpfen könnte? Immerhin bestand die Möglichkeit, dass er ohne den Helm die Kontrolle verlieren würde. Doch würde er mit diesem Artefakt überhaupt kämpfen dürfen? Es könnte doch leicht zu einem unfairen Vorteil werden. Doch viele dieser Fragen konnten sich erst in Kira Town oder gar in der Zukunft klären. Zuerst ging es aber wieder einmal zum Büro der Liga-Gründer. Als die 4 Pokémon vor der Tür standen, schien Monagoras zögerlich, einfach einzutreten. Stattdessen ließ er Aurora anklopfen, wie sie es immer tat. Wer ist da? Ich bin Samagaga, Aurora. Und ich habe mehr als nur eine Überraschung dabei. Das altbekannte Klicken. Aurora folgend betraten alle 4 Pokémon das Büro. Amagagas Blick schweifte sofort umher. Monagoras, du warst mit ihnen unterwegs. Sag mir doch Bescheid, verdammt, ich habe dich überall gesucht. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber als du mir von Aurora und Marshadows Reise erzählt hast, wollte ich sofort folgen. Eindeutig erkannte Aurora die Zögerlichkeit in seiner Stimme. Natürlich hatte auch sie seine ursprüngliche Intention nicht vergessen. Aber irgendwo schien es ihr unangebracht, ihn nun zu verraten. Er war uns eine wertvolle Hilfe. Ohne ihn hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, den Helm zu gewinnen. Nun zeigte sich in Amagagas Blick Misstrauen, als er Kel betrachtete. Trotz der Entwicklung erkannte auch er ihn sofort. Mir scheint es, als habe euer Helm da ein Anhängsel dran. Darf ich erfahren, was er hier macht? Natürlich war allen Beteiligten klar, dass es wieder eine Menge zu erklären gab. Ich werde es selber erklären. Ihr alle solltet euch lieber ausruhen. Ich muss euch nicht noch mehr Arbeit machen als sonst. Jedoch schien das Vertrauen des Eisfossils gegenüber Kel völlig verschwunden. Ich will die Geschichte aus einer vertrauenswürdigen Quelle hören. Dir vertraue ich kein bisschen. Zum ersten Mal seit langer Zeit schien Monagoras tatsächlich auf der Seite Polana Vatras zu stehen. Ich bleibe hier, auch wenn ich überzeugt bin, dass er die Wahrheit sagen wird. Also lass ihn erklären. Wenn er lügen sollte, dann sage ich dir schon Bescheid. Zwar wirkte Amagaga nicht völlig zufrieden, doch er wollte keinen Konflikt erzeugen. Also gut, Aurora, Marshadow, ihr könnt gehen. Die nächste Woche und ein paar Tage habt ihr frei, bis die nächste Saison beginnt. Auch wenn Aurora kurz zögerte, entschied sie sich, zusammen mit Marshadow zu gehen und Kel mit Team Fossil alleine zu lassen. Zwar war sie optimistisch, dass er nichts Schlimmes vorhatte, doch irgendwo sorgte sie sich darum, dass seine Besessenheit wiederkehren könnte, ohne dass sie anwesend war. Aber mehr als zu hoffen, dass es nicht geschah, konnte sie nun nicht. Stattdessen kehrte sie zurück zu ihrem Haus, wobei Marshadow sie zunächst noch begleitete. Vermutlich war es ohnehin sinnvoll, wenn sie ein paar Worte mit ihm alleine besprechen konnte. Was denkst du denn, sollte ich jetzt machen? Wenn du eine Antwort willst, brauche ich eine genaue Frage, Aurora. Es
Es gibt viele Dinge, die wir tun können und müssen. Da muss ich zumindest wissen, was genau du meinst. Als sie diese Frage beantworten musste, erkannte sie, dass sie selber keine genaue Idee hatte. Einfach mit allem. Mit Kell. Ich meine, wenn ich die Plot-Armor gegen Epsilon brauche, wie garantieren wir dann, dass er nicht wahnsinnig wird, solange er sie nicht trägt? Und was ist mit dem Team? Können wir ihn mitkämpfen lassen? Sollten wir? Müssten wir? Dürften wir? Und so sehr ich auch glaube, dass er lernt und sich bessert. Irgendwo in meinem Inneren ist auch eine Aurora, die nach Rache sucht für das, was er mir angetan hat. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit alledem umgehen soll. Offensichtlich war dies nicht unbedingt eine genauere Aussage als zuvor. Doch Auroras Teampartner wirkte verständnisvoll. Ist verständlich, dass du dich sorgst. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich ihm überhaupt geholfen hätte. Nach allem, was vorgefallen ist. Und ich selber war ja nicht einmal direkt betroffen. Aber es ist einfach sehr wie du selbst, ihm jetzt noch eine Chance geben zu wollen. Aber was genau wir machen, das können wir jetzt noch nicht entscheiden. Vorschlagen würde ich, dass wir uns, was die Kämpfe angeht, erst einmal mit dem Dürfte beschäftigen. Wenn ja, können wir ihn testen und entscheiden. Alles andere, gerade das Persönliche. Bei alledem kann ich dir nicht helfen. Ich werde versuchen, neutral mit ihm umzugehen. Und mehr kann ich in dieser Lage nicht tun. Die grundlegenden Ideen, welche der Schattenkrieger hatte, ergaben in Auroras Augen durchaus Sinn. Eine Struktur war wohl das, was für sie derzeit am wichtigsten war. Und diese persönliche Verbindung, die gemeinsame Vergangenheit, dies war etwas, was sie mit Kell selbst besprechen musste. Und irgendwo in ihrem Inneren fragte sie sich auch in diesem Moment selbst, weshalb hatte sie ihm überhaupt geholfen? Weshalb opferte sie ihre Zeit und ihre ganze Kraft für ihn, nachdem er sie so fallen ließ? Doch auch wenn sie selber es sich nicht so ganz erklären konnte, was es war, wusste sie irgendwie weshalb. Es ist einfach so, Marshadow, du hast Kell nicht erlebt, außerhalb eines kleinen Kampfes, bevor wir den Eisberg bestiegen. Zumindest für wenige Wochen konnte ich ihn kennenlernen. Und dieser Kell, den ich kennenlernte, er war unfreundlich, eigensinnig, arrogant. Er gründete dieses Team nicht meinetwegen, sondern nur aus eigenem Nutzen. Doch was dies alles auslöste, was ich immer wieder sah, so sehr auch versuchte es zu verstecken. Er war gebrochen, verzweifelt, traurig, einsam und hoffnungslos. Ich denke, du weißt, dass er in seinem ersten Leben ein Mensch war und ich kenne ihre Lebenssitten nicht, ihre Welt und ihre Gewohnheiten, aber ich glaube, das will ich auch nicht. Genau deswegen möchte ich Kell helfen. Er war distanziert, weil sein erstes Leben seinen Willen und seine Seele gebrochen hatten. Er kannte nichts als Hass und Schmerz aufgrund all seiner Erfahrungen. Kell konnte andere nur als Feinde sehen, weil er in seiner Welt alleine kämpfen musste. Jeder für sich, so leben die Menschen anscheinend. Und deswegen war er nicht bereit, sein Leben zu riskieren. Alles, was er kannte, war Hass und Verrat. In seinem Unterbewusstsein dachte er, dass ich ihn nur nutzen würde, damit ich endlich ein Team gründen konnte. Und das große Problem ist, irgendwo stimmt das wahrscheinlich auch. Als ich ihn getroffen und zu Team Fossil gebracht habe, ich vertraute ihm kein bisschen. Ehrlich gesagt kam er mir sehr unsympathisch vor. Irgendwie auch ein bisschen wahnsinnig. Doch als er dann auf einmal vorschlug, ein Team zu gründen, nach Jahren hatte ich endlich die Chance, der Liga beizutreten und deswegen habe ich dieses Angebot angenommen von einem Pokémon, welchem ich kaum über den Weg traute. Aber letztlich entschied ich mich, es mit ihm aushalten zu wollen. Einfach nur, da ich ihn brauchte, um in der Liga kämpfen zu können. Letztlich bin ich auch schuldig. Ich hätte von vornherein versuchen müssen, ihm zu helfen, aber ich sah ein gebrochenes Pokémon und habe ihn zu meinem Vorteil ausgenutzt. Ich habe nicht besser gehandelt als er oder die Menschen. Deswegen will ich es noch einmal versuchen. Kell wirklich zeigen, dass man in dieser Welt nicht nur sich selber braucht, dass man sich auf andere verlassen kann. Dass Pokémon nicht nur an sich selbst denken. Verstehst du, Marshadow? Deswegen muss ich ihm helfen. Für einen Moment lang blieb ihr Gegenüber völlig stumm, bevor er eine Antwort gefunden hatte.
Also, du hast recht, vor allem damit, dass ich Kelni wirklich kennenlernte. Und auch dich vor dem Kampf auf dem Eisberg nicht. Deswegen ist es für mich schwer zu beurteilen, was von allem, was du sagst, wirklich zutrifft. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass ich denke, dass du lügst, aber ich traue dir durchaus zu, dass du versuchst, deine Hilfe vor deinem inneren Zorn zu rechtfertigen, indem du dir bloß einredest, dass es deine Schuld sei. Sollte es wirklich alles so zutreffen, wie du es denkst, dann sprich mit Kel darüber. Ich glaube, dass es derzeit wirklich wichtig für dich ist, dass du Sicherheit über die Dinge hast, an denen du bist. Und dafür musst du mit Kel sprechen, die Lage mit ihm klären. Einen Moment lang dachte Aurora über die Worte ihres Teampartners nach. Hatte er recht damit, dass sie sich selbst bloß einredete, dass es ihre Schuld sei? Sie war selbst von ihrer Schuld überzeugt, das wusste sie. Selbst wenn sie aktiv nichts Schlimmes gemacht hätte, warf sie sich vor, nicht geholfen zu haben. Aber hatte sie wirklich so arrogant gehandelt, wie sie selber behauptete? War sie wirklich kein bisschen besser als Kel? Sie hatte gehofft, dass dieses Gespräch ihr nur helfen könnte, ihre Gedanken etwas zu ordnen. Doch stattdessen hatte sie nur noch eine weitere Frage, die sie sich nicht beantworten konnte. Oder irgendwo schon, genau deswegen war diese Frage ja so eine schwierige. Aurora selber hatte mehrere Antworten, welche einander widersprachen und keine Idee, welche dieser Gedanken Realität waren. Hatte Kelly das Angebot nicht alleine deshalb schon gemacht, weil sie ihm bei ihrem ersten Treffen geholfen hatte? Sie hatte ihn zu Team Fossil gebracht, allein mit dem Gedanken, dass sie ihn nicht hilflos alleine lassen könnte. Doch gleichzeitig dachte sie, dass sie ihn nur zum Turm brachte, damit andere sich um das Problem kümmern konnten, bis sie durch die Teamgründung eine Chance für ihren eigenen Vorteil bekam. Unruhig und voller Fragen kehrte Aurora einfach zurück in ihr Heim, wobei Mashadow nun wieder in Richtung des Polarsees verschwand. In den Wochen vor der Schlacht gegen Andynalos hatte er seiner Teamleiterin letztlich auch einmal den Ort gezeigt, an welchem er die Nächte verbrachte. Es war eine kleine, unterirdische Höhle, den Eingang versteckt in den Baumwurzeln. Zwar wirkte es nicht wie der schlimmste Ort, doch irgendwo fühlte sich Aurora doch schlecht, dass ihr Teampartner kein richtiges Dach über dem Kopf hatte. Auch wenn er selber darauf bestand, dass er es so besser fand. Und was sie auch die ganze Zeit verdrängt hatte, auch wenn es unterbewusst klar gewesen war, war, dass Kel wohl wieder bei ihr unterkommen wollte. Schließlich hatte er keinen anderen Ort als Verbleib in dieser Welt. Aber irgendwo war es wohl auch praktisch für Aurora, da sie so besser mit ihm sprechen konnte. So wie Mashadow es ihr vorgeschlagen hatte. Allgemein war es einfacher, jemandem zu helfen, der in der eigenen Nähe war. Doch irgendwo fragte sich Aurora immer noch, ob sie Kel wirklich helfen sollte. Aber auch, ob sie es überhaupt konnte.